Oh, Mahlzeit, yeah, die Wirkung. Das war richtig beschissener Anfang. Also, es gibt wieder ein neues Event, Tournament-Event, Victory Day. Wann war das? Hier, ne, weil der zweite Weltkrieg da hier in Deutschland vorbei war, oder war, ne, um das mal so fein auszudrücken. Wenn man unter den Top 200 kommt, bekommt man hier, Gold Eagle und GP7. Ich nehme mal teil hier. Und das Spitfire nehme ich teil, weil, also ich habe mit den Russen probiert, geht überhaupt nicht. Die Flugzeuge sind einfach zu klobig. Und die sind auch einfach zu viele mit Spitfires und P-63ern und so unterwegs. Und das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich war mit der F4U unterwegs, genau, ja, genau. Hat auch nicht so funktioniert. Mit der lief es eben gerade noch, weil ich da immerhin zwei Kills ergattern konnte. Und wir sind ja nur vier Spieler insgesamt. Bei uns waren es eigentlich nur drei, weil einer ist sofort wieder rausgegangen. Der hat null Punkte gehabt, der war gar nicht erst drin. Und das war natürlich ein bisschen blöd. Und mal gucken, wie ich mich jetzt schlage hier. Ich meine, wir haben es jetzt 5:20 Uhr morgens. Eigentlich ist das schon ziemlich bekloppt, aber egal. Wir haben gerade auch nur gewonnen, weil unser Spieler einen abgeballert hat und dann ist er selber abgestürzt. Und da er noch, aber sein Flugzeug ist nicht komplett hinübergegangen. Er hat einfach nur die Flügel verloren, beziehungsweise angerissen. Also jedenfalls war er noch am Leben. Und der Feind hatte dann sozusagen Siegpunkte verloren. Und dadurch konnten wir loslegen. So, ich kann jetzt auch nicht mal nach hinten gucken. Ich kann hier wirklich gar nichts machen. Ne, siehst du, lässt es nicht so leicht hier. So, jetzt geht's los. Komisch, dass er jetzt noch zählt, obwohl es schon laufen sollte. Jetzt sind wir wenigstens mal zu viert hier, nicht wie zu dritt eben. Das war ein bisschen blöde. Und eigentlich laufen die Matches ziemlich schnell ab hier. Wahrscheinlich wird das eher so eine kleine Compilation. So, die Jagd klingt auf mich zu. Könnt ihr gerne, kommt dann gleich noch Spitfire und der ganze andere Krempel. Jo, ich hab schon einen weg. Gut. Mit einem noch. Noch eins. So. Läuft ja ganz ordentlich. Kommt hinter mir ein, oder? Yes, jo. Glaub nicht. Alex Prodigy, come over, my son. Okay. War Abschlusshilfe immerhin. Das war's ja dann eigentlich schon. Fliegt hier noch einer? Nee, wir kappen. Gut, ich flieg nach oben. Kappe, ja, das ist sozusagen schon die erste Runde gewesen hier. Geschwindigkeit kritisch, weiß ich doch, mein Bruder. Zone erobert. Das gibt ordentlich Punkte. Ich bin bisher erst dreimal geflogen. Wie gesagt, mit dem hier hat es mir am besten geklappt. Wieder zwei Kills ergattert, eigentlich ganz ordentlich. Ach, klappt mal einfach. Das ist Nummer 1. Ich meine, ich finde so eine Sache eigentlich ganz witzig. Weil das bedeutet, dass man irgendwie etwas erreichen kann, was man normalerweise so nicht bekommen würde. Also man kann etwas erhalten, was man normalerweise so nicht bekommen würde. Und das finde ich eigentlich ganz unterhaltsam. So, wir gucken mal rein hier. So, zwei Siege bisher. Also der davor. Zerstörte Luftziele. Vier in vier Matches. Also zwei davor und zwei jetzt. Wie gesagt, dieses Mal ja vier bin ich erst geflogen. Das ist meine Wertung. Aber wie gesagt, ich habe eben gerade erst angefangen. Ja. Da hat er aber gar nichts gerissen. Ja, sehr geil. Okay, könnte aber gleich dann schon wieder ganz anders aussehen. Mal nochmal an. Das könnte ich jetzt eigentlich rausschneiden, aber ich kann es auch mal Quatschen unterbrücken, weil eigentlich geht das relativ schnell hier. Siehst du, da geht schon wieder los. Und das offensichtlich zu jeder Uhrzeit. Bin ich mal gespannt, was jetzt an Gegnern sind. Ich muss sagen, in diesem Tournament hier, also in dieser Veranstaltung, ist es so, dass die Russen eigentlich unterlegen sind. Meiner Meinung nach sind die Russen unterlegen. Ich bin ja mit Russen rein, wurde gleich zerfetzt. Echt. Also beziehungsweise wurde gleich kritisch getroffen. Und da war ich noch im Turn, glaubst du, weil die meisten sind halt mit Spitfire und P-63ern und so unterwegs. Das sind halt die wendigeren Flugzeuge und wenn man da einmal richtig zulangt, dann kann man natürlich auch dementsprechend die Gegner ausschalten. So, wir haben schon wieder
Public. Da denke ich sofort an Public, an Puka und ist aber nichts. So, da haben wir eine Lag, Spitfire und noch eine Spitfire. Okay, das wird vielleicht ein bisschen kniffliger. Aber kriegt man hin, denn eigentlich will ich ja auch nicht, dass meine Leute gleich zerschossen werden. Also, Information. Liest sich wie Information. Und spricht sich genauso aus. So, die Schlacht beginnt. Bleibt am Leben. Okay, er hat einen weg. Peter Gorn. Was für ein Name, ne? Crit. Die. Die, Mann! Kleiner Drex. Okay, zusehen, dass ihr am Leben bleibt hier oben. Please stay alive. Das Blöde ist natürlich, und das ist eigentlich der Vorteil wieder von dem. Oh, was? Kleiner Swanslutscher. So, wir haben alle Fahrzeuge verloren. So schnell kann es kommen. Das war's schon wieder. Könnte mal in die Stats gucken, aber das wird's gewesen sein. Jupp, alle weg. So schnell kann's kommen. Ich meine, ich sag mal, eigentlich ist es witzig, solange man nicht allzu lange warten muss. Ansonsten wird's echt scheiße. Weil niemand will 5 Minuten auf irgendwie ein 3-Minuten-Match warten. Das ist ja total abwegig. Ja, verständlicherweise. Der Vorteil von den Russen, der einzige Vorteil von den Russen hier ist ja, dass die eine unheimlich gute Panzerung haben und dementsprechend auch, oh, hier ist schon wieder abgestiegen, ja, mein Gott, mich interessiert das hier nicht so, ich werde wahrscheinlich eh nicht, guck mal, hier sind jetzt noch über 20.000 Spieler online und komm mal, und zum Hochzeiten sind ja auch 60.000 und ja, dann komm mal auch unter den Top 200, weil hier gibt es auch welche, die haben jetzt, ist nicht böse gemeint, aber die haben jetzt nicht wirklich ein Leben, die zocken halt nur Tag und Nacht. Und die haben halt auch die Zeit und die Möglichkeiten, weil sie dann vielleicht auch nicht arbeiten müssen, ich will nicht zu viel sagen, ne? Die haben halt auch die Möglichkeiten, dann wirklich sich da hochzuarbeiten oder so. Ich habe einfach erstens nicht genervt und zweitens auch nicht die Zeit, um das zu machen. Wer weiß, vielleicht spiele ich noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich mache das jetzt hier eigentlich nur aus Jux und Dollerei. Interessant ist, dass anders als bei anderen Tournaments oder Events, bei kleinen Events, ist, dass man hier verschiedene Karten hat. Ich bin jetzt schon auf 3 verschiedenen gewesen. Gerade mal jetzt, was sind das? Das 6. Match? In 6 Matches, also scheint es doch relativ abwechslungsreich zu sein. Gut, man hat nicht allzu viel davon, weil scheißegal, wie es unten aussieht, das interessiert ja sowieso keinen. So, komme ich jetzt mal rein. Ich habe einen Ping von 146, sehe ich gerade. Das ist mal ordentlich. Ein ordentlicher Ping. Scheiße. Goody. Geht's los oder was? Komm hier. Jetzt geht's los. So. Das ist wieder, ja, eigentlich fast dieselbe Aufstellung wie eben. Ist natürlich nicht so unterhaltsam eigentlich. Aber gut, hier ist eh begrenzt hier, man kann nicht so viele Modelle fliegen. Verständlicherweise, die verstecken sich. Die verstecken sich. Hört das an. Jetzt hat der andere bestimmt gesagt, komm, gib mir in die Luft drücke, dann bleiben wir länger am Leben. Gleich kommen. Ich habe getroffen, ich habe es gerade gesehen. Da ist irgendwie was abgesprungen, abgeflasht, aber bringt mir nicht viel. Okay, ich habe einen Treffer, aber das war es dann auch schon. Muss ich mal gucken, dass der nächste hier kommt. Bisschen Muni habe ich noch. Wieder nur ein Treffer, das ist nicht dolle. Und meine 20 mm muss auch nachladen. Oder leck gerade nach.
trotzdem zu sehen, dass ich hier noch ein paar Hits mache. Puh. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert, weil ich langsamer werde. Ich habe zu lange die Klappen angezogen gelassen. Das sollte man tunlichst nicht tun. So, jetzt bin ich hier im Turn die ganze Zeit mit dem Spaddel. Und das nervt natürlich auch tierisch. So, ich glaube, ich bin der Letzte hier. Ne, wir haben noch einen. Jetzt ist es zum Beispiel nicht so einfach. So, einer ist weg. Man zieht hier. Ab! Und ich bin auch weg. Von Ku Klux. Ach nee. Ich will ihm ja nichts unterstellen, ne? So, ich hoffe, meine Boys machen das hier fertig. Und meine Boys, das klang auch richtig tunte. Was kann man, Boys? Get him! Ich glaube, das ist noch 2 gegen 2 hier, oder ist er der Letzte? Sieht schwer danach aus, als wäre er der Letzte. Jo, er ist der Letzte. Ah, tut mir leid. Das werden wir schon wieder verlieren. Oh, was war das denn jetzt? Für mich sah er nicht schwer beschädigt aus, anhand dessen, was ich so auch wie sein ganzes Flugwerk aussah, sah er nicht schwer beschädigt aus für mich. Warum stürzt er einfach runter? Das Problem ist halt, wenn man mit anderen Spielern spielt, der kann dann sagen, ich hab keinen Bock, ich flieg doch ja nicht alleine, Digga. Ne? Obwohl er es vielleicht noch geschafft hätte. Das ist doch scheiße. Warum macht er so einen Müll? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ne, echt, ey. Wo ist deine Pflaume, Mann? Gut, einen machen wir noch, würde ich sagen. Ja. Komm. Dann könnt ihr vielleicht irgendwann. Was war das denn jetzt? Ich bin Erster. Wie scheiße ist mein Team bitte? Jetzt kacke ich in der Wertung ab, nur weil die scheiße sind oder was? Guck mal, der hat 2 weggekillt. Wozu sind die überhaupt geflogen hier? Jetzt mal im Ernst. Guckt euch mal diese Kacke an. Ja. Aber gut, ich werde es später nochmal probieren. So, eher zu Primetime, wenn auch jeder wach ist. Aber ich glaube, das ist vollkommen irrelevant, weil ich meine, okay, wir kennen War Thunder. Ja. Da gibt es halt viele Flachpfeifen, dann gibt es auch Durchschnittsspieler wie mich, die manchmal richtig guten Tag haben und manchmal eher nicht so. Und dann gibt es halt die ganzen Pros, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, die nicht allzu viel zu tun haben im Leben, außer zu zocken und die arbeiten zu gehen. Ist muss ja jeder selber wissen. Ich werde jetzt kein Verurteil. Ich meine, gut, ich gehe arbeiten. Ja, hab jetzt nur gerade halt mal schön frei. Das ist auch gut. Freut mich auch. Nur denke ich mir dann so, ja gut, man kann halt niemanden ausschließen. Du kannst ja nicht vorher fragen, arbeitest du oder arbeitest du nicht? Und dann schickt man den woanders hin irgendwie. Okay, du gehst mal zu den Arbeitslosen hier zum Zocken oder so. Ist ja unsinnig. Ja, das glänzt so schön. Gut, wir haben hier noch eine Spit und nur Spits. Oh, scheiße, Alter. Echt. Aber wir sind auch nur Spits. Das ist immer richtig witzig. Das ist immer richtig. Und das, was er da macht, ist immer dermaßen dämlich. Also ich frage mich eigentlich, wie bescheuert kann man sein? Und da die jetzt eh schon so nah ist. Und die 2 Spitz stürzen auf mich zu. Verrecke. Und du bist auch noch da. Whoop. Ah, hätte klappen können. Wie hieß der Typ? Axel? Was war denn das für eine Schreibweise von Axel? So, jetzt sind noch 2 gegen 3. Dann sorgt mal dafür, dass einer gegen. Ja, siehst du. Das geht wirklich schnell. Wir sind gerade mal knapp über etwas anderthalb Minuten im Spiel hier. Eine mache ich dann noch. Mal gucken, vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Also durchschnittlich liege ich hier bei einem Kill. Obwohl, nee, in der einen Runde, die ich nie aufgezeichnet hatte, hatte ich 2. Dann hatte ich da auch 2 und Jesus, was ist das denn? Naja, weg ist weg, ne? Okay. Naja, hätte auch seine Waffen benutzen können, aber scheiß drauf.
So, wir gewinnen wieder. Fliegt aber lange mit Abflügeln hier. Und da guckt man da. Ja. Und was hast du für Steine gefunden? Du bist sehr cool. Ja, bravo. Auf jeden Fall. Gut, wir cappen. Wir haben eh keine Flugzeuge mehr. Von daher wäre es vollkommen egal. Wir müssen auch nicht cappen. So, warte mal. Ich war gerade bei 130, 133 in der Wertung. Und davor war ich bei 151, glaube ich. Mal gucken, wo ich jetzt stehe. Ich glaube nicht, dass ich plötzlich hier 30 Punkte mehr bekommen habe. Gucken wir mal. Ne, immerhin nicht letzter, ne? 214, okay, also man verliert weniger Punkte, als man dazu bekommt. Letzten Endes ist allem, tja, man ist nur am Verlieren. Dann ist irgendwie logisch, dass man da vollkommen absteigt. Gut, wie gesagt, einen machen wir noch. Und dann ist ja das Prinzip eigentlich klar hier. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken hier. Ich fussel mir so den Mussel, fussel mir so den Musselfuddel hier. Ist ja der Knaller. Mensch, 5.35 Uhr haben wir schon. Hm. Ah, leckerste Wodka, Wasser. Hm. Ah. Was ist das jetzt hier, Osteuropa? Ich glaube, das war auch die erste Karte, die ich hier, hatte, als ich meine erste Runde geflogen bin. So, jetzt vielleicht nochmal zwei Kills, das wäre nicht ganz cool. Ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, wichtig ist, dass man gewinnt. Es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie entweder unfähig sind, gut zu spielen. Ist ja nicht so schlimm. Nicht jeder kann hier. Manche machen es einfach so Spaß. Hier macht es halt einfach Spaß. Irgendwie, und sie sind halt nicht gut. Ist ja auch nicht schlimm. Solange sie nicht in einem Team sind. Nee, nee. Ist okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, ich climbe. Wenn er will, dass ich climbe, dann climbe ich. P63. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Die lassen sich wahrscheinlich mehr oder weniger auch durchziehen. Kriegen ihre Punkte, obwohl sie eigentlich nichts erreichen. Aber ist okay. Boom und Zoom. Ich glaube, ich bin hier irgendwie ein bisschen blöd dran. Ja, komm. Ja, wird da nochmal was. Der Held war irgendwo. Ja, ich will dir doch helfen, aber ich werde doch selber beschossen, du Vogel. Cool, wie am Leben bleiben will. Oh Mann, ey. Ich meine, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, verreck doch einfach. Aber ist mir egal, ich werde dich verfolgen, bis hier Feierabend ist. Oder mir die Munition, oh Gott, rausgeht. Ist ja nur noch einer da von denen. Oh, jetzt muss ich natürlich am Leben bleiben. Oh, nee, zwei noch. Digga, dreh. Nee, du brauchst Unterstützung und ich verreck hier trotzdem, du Pfeife, Mann. Oh. Komm ich nochmal hoch? Scheiße, ne, das wird natürlich nichts mehr. Nein, technisch bin ich noch da. Ich war der letzte Spieler hier. Ach, fickt euch doch. Echt. Tja, jetzt hat Mr. Kaffeedeckel hier. Ah, so ein Scheiß. Aber ist auch schon spät. Relativ, beziehungsweise früh. Für mich ist es spät jedenfalls. So, jetzt kappt er. Was sagt er? Ich könnte sie ewig warten. Wie auch immer. Eigentlich bin ich noch im Spiel, aber Mr. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hinterlasst ein Abo. Besser für euch. Für mich meine ich. Ne? Macht's trotzdem. Also, rein. Ciao, ciao.